OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland. Die Kirchenbänke in Deutschland leeren sich immer mehr und dieser Trend ist inzwischen auch im Oldenburger Münsterland angekommen, zum Beispiel in der Gemeinde St. Andreas in Kloppenburg. Das Wort Kirchenschließung will hier zwar offiziell noch niemand in den Mund nehmen, dennoch wird aktuell intensiv diskutiert, was die schwindenden Besucherzahlen für den Fortbestand der vier Gotteshäuser der Gemeinde bedeuten. Außerdem gibt es noch eine weitere Veränderung, denn nach 13 Jahren verlässt Dechant Bernd Strickmann Kloppenburg in Richtung Steinfeld. Warum besuchen in der Kreisstadt immer weniger Menschen regelmäßig den Gottesdienst, obwohl zumindest auf dem Papier noch zahlreiche Mitglieder existieren? Wie sieht die Zukunft der einzelnen Kirchen der Gemeinde aus? Und wie läuft die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Dechant Bernd Strickmann? Darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzert und damit herzlich willkommen zum Podcast von OM Online. Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store. Und diese Woche mein Gast ist mein Kollege Aaron Dickerhoff. Er ist Reporter für Kloppenburg. Moin Aaron. Moin Kaschen. Aaron, das Oldenburger Münsterland und Kloppenburg im Herzen des Oldenburger Münsterlands gelten ja deutschlandweit als katholische Hotspots. Trotz alledem werden jetzt auch hier Kirchenschließungen, Umwidmungen und so weiter diskutiert. Wie passt das zusammen? Ja gut, das ist eigentlich eine klassische Sache von auf dem Papier und nicht auf dem Papier. Also in Kloppenburg gibt es auf dem Papier nun mal noch viele Katholiken. In der Wirklichkeit sieht es einfach ein bisschen anders aus. Also sie sind katholisch gemeldet, aber wenn man schon in die Schulen guckt, da wo zu meiner Zeit beispielsweise noch vor 25 Jahren vielleicht in den Grundschulen fast alle Kinder katholisch waren und selbstverständlich zur Erstkommunion gegangen sind, hat man jetzt noch kleine Gruppen von allen Schulen gemeinsam. Also in den Kirchen sieht man fast niemanden mehr. Man ist noch katholisch, falls man mal heiratet oder dann auch für die Beerdigung später. Man bleibt es halt, auch wenn die Kirchenaustritte auch in Kloppenburg mehr werden. Aber dieser Kern, der eigentlich die Gesellschaft getragen hat in Kloppenburg lange, aus dem Katholizismus heraus, der ist nicht mehr so da. Trotzdem, wenn man aufs Papier schaut, bei einer Einwohnerzahl von über 30.000 hat Kloppenburg immer noch gut über 13.000 Kirchenmitglieder und eben vier katholische Kirchen. Wie sieht das jetzt im Alltag aus? Also was bedeuten diese Zahlen? Also da muss man auch ein bisschen schauen. Wir haben etwa 13.700 Kirchenmitglieder in der Kirchengemeinde St. Andreas. Das ist ja so die Stadtgemeinde mit den vier Kirchen. Da muss man dann aber auch sagen, davon gehen vielleicht 600 bis maximal 800 so mal sonntags in die Kirche. Also das sind keine 10%. Also da merkt man schon, da ist nicht viel mehr da von diesem aktiven Kern. Hinzu haben wir ja dann auch in Kloppenburg noch Gemeindeteile, die ein bisschen separat sind, also Stapelfeld hat auch noch mal eine Kirche, Beten hat auch noch mal seine Wallfahrtskirche, die dann wiederum mit anderen Gemeinden, die nicht mehr in Kloppenburg liegen, zusammengehören. Aber insgesamt ist es einfach so, die Zahlen sprechen für sich. Vielleicht 5, 6, 7% gehen noch zur Kirche und das ist in Kloppenburg dann einfach auch zu wenig, um die ganzen Kirchen zu füllen. Genau, und das wird jetzt diskutiert. Der erste Fall ist St. Bernhard in Emsteckerfeld. Wie sieht's da aus? Was soll da passieren? Wird die Kirche geschlossen? Nein, also das war jetzt bei der Pfarrversammlung, die jüngst stattgefunden hat, wurde das direkt gesagt. Kirchen geschlossen werden sollen erstmal nicht. Aber für St. Bernhard hat man zumindest schon einmal konkrete Idee. Weil auch da ist es so, die Kirche bietet relativ viel Platz. Aber es kommen vielleicht 70, 80 Leute so am Sonntag in die Kirche. Das ist bei weitem nicht mehr voll. Und deswegen hat man sich hier überlegt, wir verkleinern den Kirchenraum einfach ebenso auf etwa 80 Personen, dass die da Platz finden. Und das Außenliegende, das sondiert man dann ab und versucht dann da beispielsweise eine Kita mit zwei Gruppen einzurichten. Alternativ hatte man auch überlegt, eine Tagespflege für Senioren, beispielsweise mit Demenz, favorisiert bei den Verantwortlichen ist die Kita, einfach um diesen Bau weiter nutzen zu können und ihn irgendwie halten zu können. Denn irgendwie muss das Ganze ja auch gegenfinanziert werden. Hat natürlich auch zur Folge,
beispielsweise Weihnachten oder Ostern, wenn die Kirche da mal voll ist, wird es dann mit 80 Plätzen doch knapp. Und wer würde das Ganze dann finanzieren, wenn da jetzt beispielsweise eine Kita reinkommt oder eben eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz? Würde das dann über die Kirche wieder laufen oder eben über die Stadt? Also die Kirche gehört logischerweise der Kirche. Das wird sich auch nicht ändern. Also auch eine Stadt oder wer auch immer wird die Kirche ja nicht kaufen. Das sind ja erstmal Ideen. Man möchte sich im Februar festlegen. Im Falle einer Kita würde man sich natürlich mit der Kommune absprechen, dass dann da auch Miete gezahlt werden würde oder wie auch immer, das würde man sich absprechen. Aber fest steht, die Kirche bleibt im Kirchenbesitz. Insofern trägt die Kosten auch erstmal die Kirche und muss sich dann eben gegebenenfalls mit der Kommune einigen, wer Kostenträger für die Einrichtung wird. Du hast jetzt diese Informationsveranstaltung im September schon angesprochen, in der die Kirche über ihre Pläne informiert hat. Da waren ja auch relativ viele Mitglieder, Kirchenmitglieder aus Emsteckerfeld, die eben von diesen Umbaumaßnahmen in St. Bernhard betroffen wären. Wie hast du diese Menschen erlebt? Wie haben die reagiert? Waren sie glücklich, dass die Kirche erhalten bleiben soll oder dann doch traurig, enttäuscht darüber, dass sie verkleinert wird? Wie war das da? Also man muss schon sagen, als es losging mit dieser Veranstaltung, die gut besucht war, hat man schon gemerkt, dass insgesamt eine Anspannung da war. Und einfach diese Frage, wird meine Kirche geschlossen? Das ist in Kloppenburg einfach so eine Sache. Vor 14 Jahren, glaube ich, wurden die Kirchen zusammengelegt, die vier Stadtgemeinden zu einer Pfarrgemeinde, einer großen. Und trotzdem leben die Leute noch in ihrer Kirche, in ihrem Gemeindeteil. Und Emsteckerfeld ist so ein bisschen ab vom Schuss im Vergleich zu den eher innerstädtisch gelegenen Kirchen. Das heißt, da hält man nochmal ganz anders zusammen. Und da waren die Meinungsäußerungen der Leute vor Ort relativ gemischt. Also ja, einige finden es ganz furchtbar, dass man da was machen möchte. Da haben zum Beispiel auch Pläne, dass man vielleicht das Gebiet drumherum bebauen lässt. Das fanden auch viele aus Emsteckerfeld schlimm. Andere haben aber, wie du schon gerade meintest, gesagt, ja gut, aber dafür bleibt die Kirche. Im wahrsten Sinne, lass uns die Kirche im Dorf lassen. Und das würde ja damit passieren. Also viele haben es auch positiv gesehen. Insgesamt muss man sagen, dass es noch sehr, sehr gesittet zugegangen ist bei einem so emotionalen Thema. Denn für viele, die noch zur Kirche gehen, ist Kirche nun mal eine sehr emotionale Sache. Und da würde ich sagen, hat sich das Ganze die Waage gehalten, aber Verständnis war auf jeden Fall da. Entschlossen ist da ja noch nichts. Der Beschluss soll, glaube ich, erst Anfang des kommenden Jahres getroffen werden. Kann da noch irgendwie eine große Überraschung kommen oder ist das jetzt fix erstmal? Nein, fix ist gar nichts. Also das waren ja die Ideen, die konkreten Ideen, man vorgestellt hat. Also auch für diesen Kindergarten im Potenziellen hat man auch so Entwürfe vorgestellt, wie das von innen aussehen könnte. Und es ist explizit jeder aufgerufen, auch seine Ideen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unrealistisch wirken mögen, erstmal mitzuteilen. Denn das möchte die Kirche ja schon noch machen. Die Leute, die sie noch hat, die sie noch erreichen kann, die möchte sie auch mitnehmen, weil sonst ist die Kirche in Zukunft noch leerer. Deswegen im Februar möchte man bei einer Klausurtagung, möchten die Verantwortlichen da zumindest die ersten Schritte konkret beschließen. Aber Ideen sind immer willkommen und insofern ist da, glaube ich, noch viel Spielraum für Leute, um sich einzubringen. Dann blicken wir auf die drei anderen Kirchen. St. Andreas als die älteste Kirche in Kloppenburg und als Barockkirche, als bedeutendes historisches Bauwerk. Da, glaube ich, gibt es keine Diskussion, dass die erhalten bleiben wird. Nein, also das wurde auch klar gesagt. Man konnte bei der Andreaskirche zumindest ganz klar sagen, die bleibt bestehen, die wird auch von außen nochmal etwas wieder saniert. Das kostet auch wieder eine Menge Geld, aber wenn wir uns erinnern, vor 1-2 Jahren, als die Diskussion darum gab, von wo man die Andreaskirche noch sehen kann, jetzt auch, da sie neu außenrum bebaut wird, auch Leute, die mit der Kirche gar nicht mehr viel am Hut haben, sehen die Andreaskirche noch als Wahrzeichen der Stadt, wollen sie sehen. Also die Andreaskirche, die ist ganz klar, die bleibt bestehen, das ist die Hauptkirche und es ist die Kirche, wo auch noch am ehesten die Kirchgänger hingehen. Also die vollsten Gottesdienste sind in der Andreaskirche. Die also ist auf keinen Fall gefährdet, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Zumal dann ja auch die Frage bliebe, was will man mit so einem Bauwerk überhaupt anfangen, wenn es denn mal nicht mehr als Kirche genutzt werden kann. Ja, bleiben St. Josef und St. Augustinus wahrscheinlich auch als zwei Problemfälle zu bezeichnen. Wie sieht's da aus? Naja, im Grunde muss man ja das ganze Thema als einen großen Problemfall betrachten. Bei St. Augustinus ist es ja so, dass es schon vor mehreren Jahren die Überlegung konkret gab, sogar ein
Architektenwettstreit, diese Kirche umzunutzen als Bücherei. Es hat nicht funktioniert, war auch den Leuten zu teuer, zu aufwendig, ist nichts draus geworden. Und jetzt gibt es ja sowieso einen neuen Medienbau, der bald begonnen wird. Das heißt, die Überlegungen sind über Bord geworfen. Die Kirche gibt es immer noch. Die Kirche ist immer noch relativ leer. Und die Kirche hat auch Sanierungsbedarf. Das muss man sagen. Ich persönlich bin eigentlich zur Pfarrversammlung hingegangen und dachte mir, okay, jetzt gibt es am ehesten was zur Augustinuskirche zu sagen. Ich glaube, man wird sie nicht mehr allzu lange halten können, weil die Kirchengängerzahlen da geben das nicht mehr her. Und auch da ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Wenn da jetzt beispielsweise das Dach kaputt ist, dann war es das eigentlich. Da muss man dann schauen, versucht man vorher eine Umnutzung irgendwie anzuvisieren, bevor man gezwungen ist, viel Geld hineinzustecken. Aber du sagtest ja selbst, was macht man mit einer Kirche? Bei einer etwas neueren Kirche, die nicht so klassisch wie die barocke Andreaskirche aussieht, mag das einfacher sein. Und dann haben wir noch die Josefskirche, die ist momentan auch wieder verhangen quasi. Das hat aber nichts mit Christo oder sonst welcher Kunst zu tun, sondern einfach damit, dass auch hier ein enormer Sanierungsbedarf besteht, etwa 1 Million. Das ist die Schätzung von vor 3 Jahren. Also man kann schon eher davon ausgehen, dass es noch mehr ist. Die möchte man eigentlich schon länger als Jugendkirche nutzen. Das Problem ist, die Jugend geht nicht wirklich hin. Und auch da ist alles offen. Es wird Überlegungen geben müssen, was man damit macht. Aber konkret weiß man da noch nichts. Bleiben wir noch mal kurz hypothetisch. Was für Nachnutzungskonzepte könntest du dir denn überhaupt für diese beiden Kirchen vorstellen? Also ich habe letztens tatsächlich in einer anderen Zeitung mal einen Bericht darüber gelesen, was alles mit so Kirchenbauten passiert ist. Es gibt Diskotheken sogar darin, das möchten die meisten vermeiden, bräuchte Kloppenburg auch nicht. Aber ich habe auch schon Fahrradläden in Kirchen gesehen, Start-up-Center, Kultur ist auch immer so eine Sache, wobei Kloppenburg da relativ gut aufgestellt ist, was diese Größenordnung angeht. Im Grunde kommt es ja immer auf den Kirchenbau an. Also Dinge wie Kindergärten, vielleicht auch sogar Sportmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten muss man in Betracht ziehen. Ich glaube, die Kirche ist nicht mehr in der Lage, groß auswählen zu dürfen, an wen sie eine Kirche verkaufen würden beispielsweise, wenn es um den Verkauf geht. Denn auch wenn immer gesagt wird, die Kirche hat so viel Geld besteht einfach in Immobilien. Und wer sollte für so und so viel Millionen Euro eine Kirche abkaufen. Insofern kann man, glaube ich, gar nicht mehr wählerisch sein. Und auch ich habe da nicht das Allheilmittel. Das wäre wirklich so eine Sache. Da müssen die Leute ihre Ideen mit einbringen. Denn da muss, glaube ich, wirklich rumgesponnen werden, bis man das Richtige findet. Kommen wir zur zweiten großen Veränderung, die für die Kirchenmitglieder in Kloppenburg ansteht. Der Dechant Bernd Strickmann wechselt nach 13 Jahren in Kloppenburg nach Steinfeld. Wie überraschend war dieser Wechsel? Ja, es war ein Stück weit schon überraschend, weil 13 Jahre sind eine lange Zeit. Die Kloppenburger und Katholiken an sich, ich zähle mich da ja auch zu, sind nicht so veränderungsfreudig. Traditionen werden da noch gelebt. Und für viele auch von den Jüngeren, die wir noch in der Kirche haben, gibt es ja auch keinen anderen Dechant mehr als Bernd Strickmann. Und trotzdem war eigentlich immer klar, so nach 10 Jahren wollte er schon mal sich was anderes suchen. Jetzt hat er verlängert auf 13 Jahre. Er hat da eigentlich nie einen großen Hehl draus gemacht, dass er nochmal woanders hin möchte. Ob man das so hören wollte, ist die andere Sache. Also ich glaube schon, es hat viele überrascht, obwohl man es eigentlich im Hinterkopf gewusst hat. Wenn es überraschend war, wie waren denn dann die Reaktionen und wie hat auch Bernd Strickmann diesen Wechsel kommuniziert? Also Bernd Strickmann war es ganz wichtig, dass das erstmal in den Gottesdiensten kommuniziert, also erstmal die Leute erreicht, die es konkret betrifft. Er wollte gerne noch einmal aufs Land wieder, also jetzt nicht mehr die Großstadt Kloppenburg, sondern noch mal ein bisschen wieder aufs Land. Da kommt er ursprünglich dann auch her aus dem eher ländlichen Raum. Er sieht sich dann als Landpfarrer, das klingt sehr romantisch. Ist es heutzutage auch nicht mehr unbedingt, aber und diese Veränderung, es ist die letzte Veränderung in seiner Laufbahn. Ja, auch als Priester hat man eine Laufbahn. Und das wollte er einfach dann gerne nochmal machen. Die Kloppenburger selbst haben es, ich sag mal, mit Fassung getragen. Aber gerade in Zeiten, wo Priestermangel auch die Schlagzeilen im katholischen Bereich beherrscht, haben viele sofort Angst gehabt, kriegen wir denn noch überhaupt einen? Denn man muss dazu sagen, die St. Andreas-Gemeinde, die hat jetzt noch Dechant Strickmann, dann haben sie noch
ein Priester und dann haben sie noch einen Kaplan. Der Kaplan geht aber auch im nächsten Sommer, wenn es zumindest im normalen Zeitrahmen bleibt. Das heißt, die bekannten Gesichter gehen weg und auch das ist noch ein Faktor, der die Leute in die Kirche zieht. Wenn sie wissen, der und der ist heute und predigt, dann geht man nochmal hin. Und da ist bei vielen noch die Angst da, kommt überhaupt wer Neues? Und wenn ja, wer? Genau, die Suche nach dem Nachfolger läuft. Wie ist da der Stand? Da hält man sich noch relativ bedeckt. Das hat aber auch seine Gründe. Soweit ich weiß, wo man mir gesagt hat, gibt es einfach noch keinen Nachfolger. Man sucht und es ist auch möglich, dass sich Leute bewerben können. Ich weiß durchaus auch von Leuten, die Interesse haben, aber das ist immer so, da muss man immer ein bisschen schauen, was passt. Die Kirche guckt auch, wer würde wohl hinpassen, was sind unsere Anforderungen. Und da muss man schauen, dass in den nächsten Monaten hoffentlich eine Personalie vermeldet wird. Also Bernd Strickmann hat mir auf jeden Fall was sichert. Da kommt jemand und er soll auch halbwegs zeitnah kommen. Aber um das nochmal klarzustellen, Ende November wird Bernd Strickmann offiziell verabschiedet. Er bleibt aber offiziell noch ein Stück weit weiter im Amt, weil damit verbunden auch der Kirchenratsvorsitzende, das ist in Kloppenburg ein Sonderfall, also der quasi dem ganzen Finanzausschuss und sowas vorsitzt, ist Hermann Schröer und nicht mehr Dechan Strickmann. Das hat er vor ein paar Jahren gemacht. Und sobald jemand Neues Dechan werden würde, müsste auch der Kirchenausschuss wieder einen neuen Vorsitzenden bekommen, weil dann wieder der Dechan automatisch das werden würde. Und deswegen bleibt Bernd Strickmann erst nochmal offiziell Dechant, ist aber dann ein Sabbatical, eine Auszeit. Er ist also nicht aktiv da, aber bleibt erstmal noch quasi auf dem Papier der Dechant. Das heißt, wann könnte man denn dann mit der Verkündung eines Nachfolgers und dem weißen Rauch über Kloppenburg rechnen? Schwer zu sagen. Da lässt sich die Kirche jetzt auch nicht so ganz klar in die Karten schauen. Es hängt natürlich auch immer von der Personalsituation ab. Die ist nun mal nicht ganz so einfach. Und man muss auch sagen, Kloppenburg ist jetzt keine ganz unwichtige Gemeinde. Insofern kann man das noch nicht wirklich sagen. Zur Fastenzeit hin wird Bernd Strickmann dann das Amt in Kloppenburg ja spätestens abgegeben haben müssen. Denn dann tritt er die neue Stelle an. Ich rechne mal auch eher mit dem neuen Jahr, dass da vielleicht eine Personalie verkündet wird. Aber wie gesagt, das sind wirklich nur Vermutungen. Abschließend dann die Frage, was wird von Bernd Strickmann in Kloppenburg bleiben? Wie wird er den Kloppenburgern in Erinnerung bleiben? Bernd Strickmann war 13 Jahre in Kloppenburg und damit war er so der Erste, der wirklich länger da war, nach Dechan Alfons Kühling. Und der hat nach seiner sehr, sehr langen Phase in Kloppenburg doch sehr tiefe Gräben und auch eine große Baustelle hinterlassen von Finanzskandalen etc. Und insofern war Bernd Strickmann ein Stück weit der nochmal eine Menge Schadensbeseitigungen betreiben musste, der aufräumen musste, der auch so manche Feindschaften oder unbequeme Personalien kitten musste, auch wenn zwischen Kühling und Strickmann noch mit Dechant Niehus einer da war, der war aber nur kurz da. Im Grunde musste also Bernd Strickmann viel moderieren, auch zwischen den Gemeindeteilen, wie ich vorhin sagte. Und was auf jeden Fall ist, er war sehr präsent. Und zwar nicht nur in der Kirche, sondern eben auch darüber hinaus, sei es beim Christopher Street Day, wenn der in Kloppenburg gefeiert wurde, bei Demonstrationen, bei Kundgebungen. Er hat sich dann immer schon sehr offen gezeigt, eben nicht nur für die Katholiken, sondern auch eben als eine Person für die Stadt. Und ich glaube, da bleibt er vielen wirklich sehr in Erinnerung. Und auch das kannte man nicht unbedingt vorher so. Ein radelnder Pfarrer, der die ganze Zeit durch Kloppenburg gedüst ist, das war für viele auch neu. Große Fußstapfen also für den Nachfolger. Ja, vielen Dank, Aaron, dass du heute hier warst. Gerne. Und das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bei Kritik oder Anregung könnt ihr uns wie immer eine E-Mail schreiben an redaktion@om-online.de. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Mein Name ist Kaschen Duzat. Bis dahin, macht's gut.